Klingt nach Kacke. Heute ein kleiner Mini-Vlog, Montag-Vlog. Ich hoffe, es ist cool. Daniel kommt auch dazu. Können wir ausziehen, Junge? Die 20er hat falten. Jetzt kriegst du ein paar Hallen auf die Arme. Den Rest neben denen hab ich Nacken gegeben. So gegen andere Später. Den hast du Nacken gegeben? Den Haken. Der hat Fuß damit gespielt. Ja, ja. Und wir sehen die Aussichten aus zum Profi werden. Gar nicht. Alter. VfL scoutet mich. Guck. VfL scoutet mich. Was sind diese Bälle? Einer von Dani, den anderen habe ich gefunden, den anderen habe ich gekauft. Geil. Mein Bruder ist bekannt hier bei VfL. Aber er ist unter für eine Sache bekannt. Dass er hier rausgeschmissen wurde. Ja, wir sind jetzt hier links beim Fußballplatz, meine Freunde. Hey, wo ist er? Ah, da ist er. Wo ist der Dicke? Ich hab mich auch gerade umgezogen, wie ihr sehen könnt. Milan-Trikot. Cool, ne? Richtig cool. Du machst dich mal fertig. Du musst Socken tauschen. Hä? Du musst Socken tauschen. Das machst du auch nur Dani. Die roten Schuhe. Du hast doch auch dicke Socken. Was willst du von mir? Ja, deswegen ja. Warum ziehst du denn deine Stöckenschuhe an ohne dicke Socken? Ja, wusste ich doch nicht. Sogar Sabri hat das. Ich will das noch einmal abbiegen. Bruder, du wirst gestochen für 500 Mücken. Ja, ich weiß. Bruder, die haben in der Nacht, ja? Okay, beiß zweimal, ne? Vielleicht, aber, auch, vielleicht aber, auch ein drittes Mal. Warum übertreibt die? Aber achtmal? Wie ihr gesehen habt, wir haben gerade ein bisschen gespielt. Ich glaube, ich spiele nie wieder Fußball, ich kann nicht mehr. Ich kann meine Augen nicht öffnen. So, eigentlich habe ich noch ein Leben so. Wir haben keine Ahnung, was für ein Spiel wir spielen. So, eigentlich hätte ich schon verloren so. Deswegen muss ich mich einfach setzen. Jetzt spielen die weiter. Ich glaube, ich gewinne gleich einen Ehrenarschuss oder so. Wir spielen gerade übrigens mit so zwei Unbekannten zusammen, keine Ahnung, wie die sind. Scheinen aber nett zu sein. Ich habe gerade die zweite Runde gespielt. Mein erster rausgeflogen. Die Jungs sagen, meine Schüsse werden immer besser. Bald werde ich Profifußballer. Gib mir ein halbes Jahr, dann bin ich so besser als einige in unserer Freundesgruppe. Falls ihr euch fragt, wo wir sind gerade hier beim OSC. Ist für viele bekannt. Viele, die beim OSC gespielt haben, sind darüber nach VfL. Und wurden dann da räumlich auseinandergenommen. Fuck. Du kriegst hier auf den Sack jetzt. Ja, ich möchte deine Haut sehen. Mach deine Beine lieber zu, sonst kriegst du Seiten auf null. Ah. Oh. Sabri, du bist so hübsch, ne? Dankeschön. Ja! Wie glücklich, dass er nichts drauf bekommen hat. Einmal glücklich davon gekommen. Ey, wir müssen Bälle suchen, ne? Ich hab den Penis probiert. Ehrlich? Ja. Der war so klein, dass ich es nicht gemerkt habe. Alter! Was machen die für Geräusche, die Schuhe? Ich trage übrigens das erste Mal Fußballschuhe. Er läuft auf Steine mit Stollen, also was machen die für Geräusche? Boah, ich hab noch nie mit Schuhe angehabt, Digga. Ich schwöre, ich fühle mich jetzt richtig sexy. Mal ganz kurz, das kann ich ins Video. Luca Samirenta! Hey. Ist gut. Okay? Geiler Ball. Wuppa! Was ein Ding. Daniel hat gesagt, er wird den halten. Mal sehen, was passieren wird. Ich verfluche Jorginho, ne? So, meine Freunde, wir haben Fußball zu Ende gespielt. Ich sitze hier mit den zwei Rackern hier im Auto. Wir fahren jetzt nach Dönerring. Ich war da lange nicht mehr essen, aber ich weiß, das letzte Mal, wo ich da essen war, die Soße war richtig. Mal sehen, ihn schmeckt nicht, man weiß nicht. Wir haben uns jetzt drei Döner geholt. Ich sage Höhner, ich habe Höhner gefunden. Ist der doof. Was ich dazu sagen muss, als er den schon gemacht hat, sehr lecker aus. Die Soßen sahen sehr, sehr, sehr frisch und auch sehr, sehr selbstgemacht. Also, ihr kennt das ja vielleicht, bei manchen Dönerläden, ich sage jetzt keinen Namen. Aber da sind diese Cocktailsoßen zum Beispiel, da sieht man das extrem. Die sind so
Immer, haben immer dieselbe Farbe auch, ja, ne? Ich verschone keine Läden, ihr wisst das alle. Das, ne? Hier wird geschossen, wenn, das, ja, wenn geschossen werden muss. Wenn es schlecht ist, ehrlich, da wird geschossen. Nummer 1, unangefochten, auf der 1, Tat. Ja, Tat unangefochten. Ich dachte, du haust jetzt erstmal die ganzen Läden raus, die ich gehatet habe. Benefit ist sowieso scheiße, habe ich gehört im letzten Video, ne? Weiß ich nicht. Ich war so bei Probetraining, werd rausgeschossen. Die machen Jagd auf dich. Okay, Leute, wir gehen jetzt ins Auto. Wir fahren kurz zu Gianni. Wir melden uns sofort. So, meine Freunde, wir machen hier jetzt das Testessen vom Dönerring. Ich höre, der ist aber auch groß, ne? Manche kommen irgendwo aus Dschikistan. Welcher Tag ist am 17.05.2024? Ja, ich höre, wenn ich sage, Louis will Conor McGregor auseinandernehmen. Ich könnte sogar auf meinen Tod jetzt auf meinen Tod stehen, das stimmt nicht. Wie lange lässt du wachsen? Max 3 Wochen. Max 3 Wochen. Min 2. Ich habe maximal, was ich gemacht habe, war einmal wirklich 3 Wochen, ne? Max 3 Wochen. Und das hat gejuckt, wie keine Ahnung was. Ja, ist doch scheiße. Warum juckt das bei euch? Bei mir nicht, in einem Bad oder so. Junge, das hat voll gepiekst und so in meiner Unterhose. Das hat, keine Ahnung, Digga. Hä, was wollt ihr? Was ist los? Bruder, wir reden über unseren Bart. Ach so! Weil du hast den Faden verloren? Der war von Anfang an nicht da. Der war gar nicht da, Bruder. Ich mache eben einen kleinen Cut, dann hier machen wir gleich unser Statement nach dieser katastrophalen Sache. Ja, ich hab den, ich hab Lamm gegessen, mit Tzatziki. Die sah richtig frisch aus und cool. Hm. Das muss man sagen. Also alles war generell sehr frisch. Diese ganze Gurke Manurke. Mir hat's geschmeckt, dass es frisch war. Ja, war eine 7 aus 10 in der guten Döner-Skala. Hähnchenfleisch war geil, Soße war überall und Salat war auch fast überall. Ja, ja. Das war also super. Salat und Soße ist bei mir auch ganz große Plus. Und das Geile ist, die haben diese Soße genommen, aber die haben damit das ganze Brot so voll geschmiert. Ja, mit diesen geilen Löffeln, ne? Diese Riesen. Ja, das war, ja, geil. War cool. Was sagst du, Gianni? Gibst du den Döner? Super Döner. 7. In der Skala? 7. In der Döner-Skala oder in der klasse Döner-Skala? 7,5. In der Döner-Skala? Normal. 7,5. Normaler Döner-Skala? Okay, 7,5. Ich sag 7, du sagst 8. Okay, komm. Das ist hier unser Eversburg-Maskottchen. Rocky. Rocky Balboa. Das Leandro wieder. Reicht jetzt auch, oder? Muttertag war gestern. Ja, Muttertag war gestern. Und nimmt das ernst. Einmal ein kleines Geschenk, auch wenn es so ein kleiner Kuss ist. Ein kleiner Kuss. Oder sag zumindest, schönen Muttertag, Mama. Schönen Muttertag. Kuss links, geht rechts. Mit der, geht mit ihr essen oder so. Auch wenn ihr jetzt, wenn ihr vergessen habt, keine Sorge, kann oder, man nachholen. Oder kauft ihr Blumen. Kauft ihr Blumen, kann man nachholen. Also ich sag, ey, Mama, tut mir leid. Auch wenn zwischendurch, kauft deine Mutter einfach Blumen. Ja, das sowieso. Nicht immer Muttertag, kauft man zwischendurch einfach. Ihr braucht keinen Anlass, um die Mitmenschen um euch herum zu zeigen, dass ihr sie lieb habt. Wir lieben euch. Digga, wir sind die Peaky Blinders. Ja, wir sind die Peaky Blinders. Bevor jetzt irgendwas passiert. Chiro, falls du das siehst, was ich glaube ich nicht hoffe. Susi, war Wichser, komm mal jetzt wieder langsam. Gola, Seo, Chris, Cristiano Ronaldo. Si. 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 Ja, du zeig mir deinen Touch, komm mal. Wow. Und jetzt hol ich mir einen. Nein, Bruder. Hey Leute, zu meiner Verteidigung. Ich muss dazu sagen, ich bin jahrelang schon Torwart. Komm hier. So, und jetzt hoch! Jetzt hoch! Und jetzt hoch! Und jetzt hoch! Kopf rüber! Oh. Nein! Darf ich einmal einen Nippel? Ey, Leandro, gib mal. Ohne dass du es willst. Wirklich, jetzt ohne Spaß, meine Freischüsse heute waren super. Du hast auf Kamera hast du aufgenommen. Ja. Wir gehen jetzt zu Gianluca hoch. Umziehen und so. Aber keine Ahnung, was wir machen. Mir geht's vorziehen. Also ich habe gerade ein paar Sachen anprobiert von Gianluca, damit ich gucken kann, was ich Samstag in den Club, im Club anziehen werde. So, ich habe schon eine Entscheidung gefallen, weil das ist verrückt, passt zu mir, finde ich cool so. Es gab auch andere coole Sachen, aber das war für mich am ansprechendsten. Mal sehen, was sie dazu sagt. Das ist von vorne, so, und das finde ich geil. Backprint. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das werde ich Samstag auf jeden Fall anziehen, mit Jeans, schwarz-weißen Schuhen
weil eigentlich in die Stadt gehen, um was zum Shoppen gehen, aber es ist ja schon mittlerweile 18 Uhr. Und ja, wir müssen halt gucken, ob wir es halt packen oder nicht, ne? Ja, Jungs, ich bin auch mal da. Luis ist auch da. Ich weiß nicht, ich starte jetzt. Ja. Aber ich trinke, hab keinen Bock. Wir fahren jetzt ins Maier-Center. Boah, ist skandalös, diese Einfahrt hier. Ja, wir kommen hier aus dieser Einfahrt von Johnny Boy nicht raus und danach fahren wir irgendwo hin und wieder einen Hänger gehabt, Digga, um irgendwo. Ich krieg's aber auch nicht hin, ne? Wir chillen uns irgendwo gleich hin einfach. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Was ist das denn für ein Spruch? Kleinvieh macht auch Mist. Ja, nein, Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, weil. Was? Kleingeld ist auch Geld. Ach so. Weißt du wie. Ey, Luis, ne? Da schneidet ihr jetzt noch rein, bitte. Ja. Kann das mal ausprobieren? Ist das zum Ausprobieren hier? Ich glaub schon. Ich kann das gar nicht. Ich kann das wie ein Profi, glaubst du das? Du machst auch Bauchtänze im Neo. Alter! Mach mal Lärm für Luis! Luis mag das gar nicht. Hast du schon so was Gutes gekauft wie ich? Bumba Bumba, ich glaub, extra mega. Also, so wie es aussieht, wir fahren jetzt wieder zum Charlottensee, meine Freunde. Luis, halt deine Fresse, dein Vater hat dir Laufen beigebracht. Das ist super geparkt! Das schneidest du rein, 100%. Ja. Wieso, ne? Das hängt hier einfach so rum. Das Recht auf besonderen Schutz für Kinder im Krieg auf der Flucht. Ah, jetzt Ukraine. Check ich, ist Ukraine, Junge. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Ding. Ich dachte auch, einfach. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Kackbild einfach. Kann ich reinsteigen, wenn ich einfach so ein Kackbild, nachdem ich sage, das ist eine Ukraine, so diesen Krieg, ach, das war scheiß drauf. Aber steht die Ente im Wasser oder schwimmt die? Die steht da, oder? Ja, die, hey, warte, was? Wo steht sie denn drauf? Aber guck mal, da steht auch irgendwas daneben. Siehst du das Gegner? Nein, nur du siehst. Okay. Ey, lass mal rum, wo steht Retro-Boot fahren die Tage? Boah, ich hab doch gesagt. Nein, ohne deine Idee. Das haben wir in einem geilen Vlog auch gemacht. So, wie viel ist dein Outfit wert? Deine Alkencap? Black, schlicht gehalten. 120? Ja. Dann, was ist das für ein Pullover? Einmal eine Nahaufnahme. Pegador hat einen Backprint. Nein. Schade. Wie teuer war der? Hab ich auch geschenkt bekommen. Nice Cargo Pants. Hab ich auch geschenkt. Hast du auch geschenkt bekommen? Auch geschenkt. Und deine Schuhe? Auch Spenden von 110. Was sind das für Schuhe? Jordan 1 Low. Jordan 1 Low? Er kostet nicht so wenig? 110, ja. Ich komm mir rüber zu. Was geht mal? Sabotage. Also Haare erstmal. Dankeschön. Wie Pulli. Ich sag, was du dich okay, sagen sollst. Entschuldigung, Chef. Fangen wir mit den Ohrringen. Ja, ich würde dich was sagen. Danke, danke. Ohrringe waren geschenkt von einer sehr schönen Person. Pullover? Pulli, keine Ahnung, hat meine Schwester von irgendwo gekauft. Zeig Backprint? Mal. Hat der Backprint? Von Naruto? Backprint? Komm, ich hab schon keine Ahnung davon. Das ist Naruto, das ist Rock Lee, das ist Kakashi, ne? Ja. Ist das Kakashi? Das ist Kakashi. Dann eine frische Jeans hast du. Ich glaube, die hat 40 gekostet von H&M. So, aber jetzt kommen wir zu deiner ersten Modesünde. Ja. Wie kann man schwarze Socken mit weißen Schuhen anziehen? Dann noch coole Schuhe, habe ich noch nie gesehen bei anderen. Haben glaube ich 120 oder 30 gekostet. Finde ich cool. Favela, das habe ich geschenkt bekommen. Dann ein Nike-T-Shirt, weiß ich nicht. Bestimmt von Snipes, keine Ahnung, wie viel das kostet. Das dann habe ich, hab ich eine Jeanshose an von 85 oder so. Ja. Wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht, aber irgendeine. Irgendwie sowas. Ja. 80 bis 100, irgendwie sowas. Und ich habe Air Force an. Und die kosten wie viel? Auch 80 bis 100 oder so. Ja. Guck! Wow! Guck, guck, guck. Alter! Meinst du, ich würde Finger so reinmachen und so. Brrr, der kommt dann so. Der Safe kommt, bei Gott, der kommt, ne? Meint ihr? Bei Gott, der kommt. Ich hab Angst, dass da so ein Dicker kommt. Ja, und dann beißt du seine Finger. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt hier für ein Experiment versuche, aber ich versuch's mal damit so einen Fisch anzulocken. Okay, funktioniert nicht. Ja. So, wir zischen jetzt auch von hier. Ja, wir fahren jetzt das Essen. Ich weiß jetzt aber jetzt nicht, wo. Wollen wir los oder? Frieda Kacke. Ich mach die Kamera weg, Digga, was machst du da? Und so hab ich so eine geile Nase. Ich weiß, die ist schon groß. Grande. Wir sind jetzt wieder bei Gianluca. Gianluca. Ja, wir essen jetzt bei Gianluca. Wir haben jetzt Aroma, also beziehungsweise ich gebe dir den eine zweite Chance. Weil wir im letzten Monat gehabt. Ich war richtig abgefuckt, also Luis auch. Weil es hat gar nicht so geschmeckt, wie es immer geschmeckt hat. Also, ich hoffe für euch echt, dass es heute schmeckt. Inch. Ich hoffe echt für euch, dass es schmeckt. Im Laden schmeckt es besser. Mhm. Mhm. Wenn er schon Rufmord ist, dann hätte er mich schon McDonald's 20 Euro angezeigt. Früher war der echt top. Mhm. Ja. Aber es ist gottlos teuer, ne? 6 Donuts, wie viel habe ich gezahlt? 23, 26 Euro? Mhm. Gute Haare, wenn er mal vor der Gesauert hat. Meine Fresse, nicht Intro, sondern... Hä?
Weiß ich auch nicht, was Voldemort hier will. Genau, ich sag. Jahre Vater lag unter der Erde, bevor ich A sagen konnte. Boah, aber weißt du, was mich irritiert hat? Weißt du, ich hab voll gesungen, ich hab voll im Film und auf einmal meine rechte Nase noch, auf einmal war ein spitzer Popel drin, hat die erst meine Nase gestaunt. Ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, Digga. Bruder, warum liegst du hier so am Tisch? Ja, wer ist denn dann durch? Ah, Rocky. Wer ist denn dann? Ich bin Bruno, ich bin der Kameramann, Krater. Sag ich! Hat Rocky gefurzt? Übertrieben gefurzt, boah, oder ne? Boah, Digga. Der Bastard, ich stink so nach Scheiße, ne? Ich bin grad mit Gianluca draußen. Wir gehen gerade mit dem eine kleine Runde spazieren. Dann fahren wir in die Stadt zu Leandro und Dani. Hey, sit down. Lami war früher richtig cool. Hattet ihr auch die hier? Ja, ich hatte welche? Die. Genau. Ich hatte den blauen, glaube ich. Die. Guck mal, siehst du, die sind schwarz und dann habe ich abgezogen. Ja, ich habe auch, ich schwöre, ich hab abgezogen. Boah, wow, ich schwör's, mein schwarzer wurde abgezogen. Gott, mein schwarzen. Boah, die kostet einfach 14 Euro, sind kackig, Digga. Und dann diese Patronen, diese richtigen Lami-Patronen, die waren richtig teuer. Ich war mal dieser eine Typ. Der so mit grün geschrieben hat. Oh, Bruder, guck mal, diese Stift kostet 89 Euro. Ey, das ist ein Dings, ne? Ich hab mir einen neuen Jogginganzug gezogen. Boah, Kind der Stadt. Also, wer damit rumläuft, soll wirklich den Kanal deabonnieren, bitte. War aber nicht meine ganze Abonnenten, nicht mehr. Wenn deine Abonnenten mit Kind der Stadt-Merch rumlaufen, ne? Dann sollen die einfach die Fresse halten. Und die da drüben sollen einfach auch die Fresse halten. Ein Mädchen ist mit ihrem Freund da, weißt du, was er sagt? Also, kann ich bitte deinen Freund kurz ausleihen, dass er mich reinhält? Boah, du bist so ohne Scham, ne? Schämst du dich? Ich hab, aber weißt du, was der gesagt hat? Also, kein Problem. Bruder, ich sag's zu denen. Wo ist die Lücke? Daniel! Mach mal Fax, oder? Was ist Daniel? Der Studenten? Hä? Er bricht sich seine Hand so. Er macht so. Hey, Bruder. Du kannst doch nicht so schlagen. Nein, du hast voll falsch. Nicht so. Gib dein Bestes. Thomas, verrückt. Thomas verrückt. Leandro! Leandro, war eine Bombe. Ach du Scheiße, ne? Emotional und auch, ach Gott. Zeig dir mal kurz, ein Foto. Alter, ich kenn so viel. Okay, wir müssen jetzt weiter. Hey! Hey! Geht da auf? Das Riesenrad. Ich will sagen, geiles neues Video von ihm, was gesperrt wurde, leider. Aber wie kann man auch Kenneck sagen? Ich selber schuld, oder? Sabri ist kleiner. Ist der doof? Weiß ich auch. Aber wer ist größer, ich oder Leandro? Komm jetzt, nimm ihn! Ich nehme Leandro. Schräg, ja. Erwarte, müsst ihr irgendwo stehen, wo es links war. Hol Wasserwagen. Ja. Hä? Wir haben uns jetzt nebeneinander gestellt und ihr habt. Du hast gar nicht geguckt, ich schwöre. Wie groß bist du, Leandro? 1,80. Ja, dann geh ich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin 1,79. Du solltest mir sagen, wie groß Sabri ist. Was denkst du? Wie groß Sabri ist? 1,80. Ja. 1,81. Irgendwie so, ja. Und ich? 75 safe. 75 safe. Wie groß bist du? Weißt du was? Das ist mal gemessen, aber 1,79. Weißt du, dass Gianluca mal größer als ich war? Ja, weiß ich. Also ja, dann fällt schon ein großer Unterschied auf, ne? Ja, da fällt das schon auf. Der schaut so auf Krawall aus, ne? Der haut mich auch den ganzen Tag. Der hat mich doch geschlagen. Ich glaube, der braucht einmal richtig Schläge von Brock Lesnar. Ja, Brock Lesnar, Digga. Ich sehe dich. Warum aber? Ja, du gehst mir den ganzen Tag schon auf den Sack, Alter. Ey, Mann. Digga, Sven ist so ekelig, ne? Digga, Junge. Oh mein Gott, warte! Soll das ein Schuss sein oder was? Das ist Sven und das ist Luis. Rufus. So, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wie in den letzten Videos gesagt habe, liken, abonnieren, kommentieren und wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, teilt das Video in eurer Story oder was weiß ich nicht, weil damit würdet ihr mir helfen, ne? Und dann kriege ich meinen Hack und dann werde ich reich und dann muss ich nicht mehr diese Arbeit und so machen. Ich weiß, da draußen gibt es viele, die machen Auge auf mich und meine Jungs so. Naja, aber wisst ihr was, hate that's gonna hate, weil ihr macht uns groß. Fickt euch in the Knie. Oh yes.